Es hat in meinem Leben auch Zeitpunkte gegeben, wo ich nicht gewusst habe, wer ich selbst bin und wie ich damit umgehen soll. Und da wäre ich am liebsten davongelaufen. Also mein Name ist Oliver Ecker, bin 24, studiere Lehramt Deutsch und Geschichte. Bin mittlerweile kurz vor meinem Abschluss und werde dann der Tätigkeit als Lehrer nachgehen. Spiele seit dem Kindergartenalter Fußball, habe auch einmal 10 Jahre bei Sturm gespielt und spiele mittlerweile beim FC Gradkorn in der Oberliga und ich bin schwul. Mein Anliegen ist es, zu zeigen, dass sich Homosexualität und Fußball nicht gegenseitig ausschließen, sondern auch sehr gut ergänzen können und dass es egal ist. Und möchte damit auch Leuten helfen, die so ähnlich fühlen wie ich. Geoutet habe ich mich schlussendlich mit 22. Aber im Unterbewusstsein war das Thema schon länger. Und jetzt im Nachhinein hätte ich spätestens mit 17, 18 eigentlich wissen müssen, wer ich bin. Aber jahrelang bin ich irgendwie vor mir selbst davon gerannt und habe es mir dann erst ziemlich spät selbst eingestanden. Was der Oliver gemacht hat, ist auf jeden Fall etwas Großes. Jeder Schwule, jede Lesbe, die sich selbst schon mal geoutet hat, weiß, wie schwer das ist. Und das dann noch dazu in so einem, ich will es nicht negativ werten, aber in einer proletoiden Umgebung wie im Fußball, ist das natürlich eine große Leistung. Und ich finde das wirklich bemerkenswert. Hut ab, denn es ist nicht nur wichtig, dass es ihm dabei gut geht. Er kann damit viel bewegen und er ist damit Vorbild für andere. Und das können ihm viele nachmachen. Meine Homosexualität ist mir im Fußball bis jetzt noch nie im Wege gestanden. Ich wüsste im Moment auch gerade nicht, inwiefern sich das in Zukunft ändern sollte. Und andersrum ist mir auch der Fußball noch nie im Wege gestanden, was meine Homosexualität betrifft. Zum Fußball bin ich durch meine Eltern gekommen. Der Papa hat schon aktiv gespielt, auch hier in Gradkorn. Die Mama hat sogar mal da beim Frauenclub in Gradkorn gespielt und die haben mich da eigentlich dazu gebracht. Und da bin ich ganz froh drüber, weil es einen großen Teil meines Lebens ausmacht. Und es waren jetzt nicht nur meine Eltern ausschlaggebend, dass ich dann beim Fußball hängen geblieben bin, sondern es war einfach das Gemeinschaftsgefühl, das man da hat. Weil ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe, es waren gute Freunde dabei, mit denen ich in die Schule gegangen bin. Und es war einfach immer lustig und man hat immer einen Spaß gehabt. Und da hat mich das Ganze dann von Anfang an fasziniert, dass man da mit seinen Freunden einen Sieg feiern kann oder sich dann gegenseitig bei einer Niederlage auch trösten kann. Hätte ich zum Beispiel den Durchbruch bei Sturm ganz geschafft, dann keine Ahnung, ob ich mich da geoutet hätte. Ich wüsste es nicht. Aber dadurch, dass man da einfach viel mehr in der Öffentlichkeit steht, hätte man da schon gedacht, dass das vielleicht ein Problem ist, weil das wissen dann doch 15.000 Leute, die da vielleicht ins Stadion kommen. Und da hätte ich mir sicher viel öfters überlegt, mich zu outen, als jetzt zum Beispiel da in Gradkorn, wo die mediale Resonanz nicht so groß ist wie dann beim Bundesligaverein. Dass es schon einen gibt, die was härter einsteigen als die normalen, sage ich mal. Ich sage, das ist eine Privatsache. Jeder Mensch soll glücklich sein in seinem Leben, wie er ist. Also ein Mensch ist Mensch, egal ob schwul, lesbisch oder sonst irgendwas. Ja, jeder, wie er will. Also wenn er schwul ist, ist er schwul. Das ist ja nichts Tragisches.
Homophobie ist, jemanden zu diskriminieren. Im Stadion ist öfter mal verbal natürlich, im Kontext von Homosexualität. Also alles, was dann so rauskommt wie schwuler Pass, hat eigentlich nichts mit dem Spieler zu tun, sondern an sich mit dem Pass, der schlecht ist. Und es wird dann gleich in Zusammenhang gebracht mit schwul, ist vielleicht auch, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher gesellschaftlich bedingt. Ich habe schon mal, sagen wir jetzt, homophobe Sprüche ausgelassen, klar. Warum? Aber es geht einfach, es geht darum, was man wirklich damit meint. Ja? Und ich beleidige keinen, wenn er schwul ist oder was. Ich meine das einfach ganz anders, wenn ich es sage. Ja? Ich maule ihm an, sagen wir von dem blöden Sinn, wenn ein langer Boden liegt oder was, dann fällt einmal sowas. Aber ich maule ihm nicht an, weil er schwul ist. Das ist ein Thema, das ich auch immer wieder mitbekommen habe, natürlich in meiner aktiven Karriere. Also homophobe Sprüche, die sind schon sehr üblich im Kontext des Kabinenlebens beispielsweise oder auch am Spielfeld. Ist aber aus meiner Sicht so, dass das oft sehr gar nicht so bewusst ausgesprochen wird, sondern dass das einfach so in dem im Sprachgebrauch schon sich eingeschlichen hat, ohne dass manche wahrscheinlich wissen, was sie da eigentlich da von sich geben. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es eben einzelne Spieler in der Mannschaft sind, die selbst homosexuell sind und vielleicht das aber geheim halten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eine sehr, sehr unangenehme Situation ist, vor allem für diese Spieler. Wenn ich so nachdenke, dann macht mir am meisten wütend, wenn Menschen einfach Vorurteile haben und aufgrund dessen dann argumentieren und gar nicht irgendwie näher drüber nachdenken oder sich ja näher mit dem Thema beschäftigen, sondern einfach glauben, sie müssen da jetzt ihren Senf zu irgendeinem Thema dazugeben. Also das ist was, was mich ziemlich stört. Ich glaube nicht, dass die homophoben Sprüche gerade auf Fußballplätzen losgelassen werden, sondern dass sie auf Fußballplätzen auch stattfinden. So wie eben gegen die Zigeuner auf oder gegen Behinderte früher. Das heißt, diese Geschichte des Grauens geht letztlich bis in die 60er Jahre und in den Nachwirkungen. Und erst dann hat man verstanden, dass wir hier umdenken müssen, dass alle Menschen gleich sind, dass alle Menschen die gleiche Würde haben und dass wir darum kämpfen müssen, dass alle Menschen die gleiche Würde haben. Die ersten beiden Personen, denen ich mein Geheimnis dann anvertraut habe, das waren zwei meiner drei besten Freunde, Pascal und David. Und da sind wir zufällig irgendwie so zum Reden gekommen und der Pascal hat gesagt, ja, können Sie sich eine Beziehung mit einem Mann eigentlich nie vorstellen? Und dann habe halt ich irgendwann einmal gesagt, ja, ich eigentlich schon. Und dann ist das Ganze so ins Rollen gekommen und beide haben von Anfang an da positiv reagiert, mich von der ersten Sekunde unterstützen. Das hat mir dann auch die Kraft und den Mut gegeben, mich dann im weiteren Verlauf bei meinem Bruder zu outen, bei meinen Eltern, bei meinen anderen Freunden und Fußballkollegen. Die Unterstützung von diesen genannten Personen hat mir dann natürlich auch geholfen, dass ich da nach außen hin selbstbewusster wäre, mehr Selbstvertrauen habe, immer mit dem Wissen, dass ich nicht allein bin. Und dass mit der Rücken gestärkt wird, auch wenn es da von außen zum Beispiel Anfeindungen geben würde. Ich würde wissen, dass ich jederzeit nach Hause kommen kann und dass da meine Eltern warten und ja, zu mir stehen, ganz egal, was kommt. Ja, der Oliver hat sich in der Form geoutet uns gegenüber, dass er uns einen Brief geschrieben hat. Nachdem wir diesen Brief gelesen haben, haben wir sofort Kontakt aufgenommen mit dem Oliver telefonisch. Er hat, glaube ich, da schon ein bisschen gewartet und unsere Antwort entgegengefiebert. Und da haben wir ihm mitgeteilt, dass das für uns überhaupt kein Problem ist, dass wir seine Eltern sind, ihn lieben und ihn ja, über alles lieben und wir mit dieser Situation kein Problem haben. Als Mutter
macht man sich irgendwie schon Gedanken, weil wenn der Sohn 16, 17 Jahre alt wird und ist eigentlich noch keine Freundin so direkt, dass er jemanden vorstellt zu Hause, eigentlich da habe ich mir schon die ersten Gedanken eigentlich darüber gemacht, ob das alles in Ordnung ist oder sonst. Ja, und dann eigentlich haben wir es dann nicht durch diesen Brief erfahren, dass er dann sich doch anders entschieden hat. Also Sport hat in meinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Jetzt nicht nur Fußball, ich bin ja damals im Überseegymnasium in die Oberstufe gegangen und zwar in einer Sportklasse. Da haben wir zweimal noch Frühtraining zusätzlich gehabt, aber dazu natürlich auch noch andere Sportarten immer wieder trainiert, sei das jetzt Schwimmen, hasse ich zwar, aber war trotzdem dabei, oder auch ja Leichtathletik und spiele auch noch in meiner Freizeit Volleyball mit Freunden und Bekannten und gehe laufen und es vergeht eigentlich kein Tag oder fast kein Tag, wo ich keinen Sport mache. Vor allem im Fußball wird oder muss Teamgeist auch groß geschrieben werden, weil das sind doch dann am Spielfeld einmal 11 Leute, die zusammenarbeiten müssen, die alle gemeinsam jetzt an einem Strick ziehen müssen, weil sobald da 1, 2, 3 ausfallen, ist das ganze Spiel eigentlich unnütz, weil man das nicht ersetzen kann. Man braucht jeden Einzelnen am Feld und jeder ist da gleich wichtig wie der andere. Was mein Coming-out im Verein betroffen hat, muss ich sagen, habe ich eigentlich nicht wirklich groß und viel darüber nachgedacht, weil man einfach gedacht habe, ich spiele mit den Leuten seit Jahren zusammen und das kleine Detail wird da jetzt sicher nicht ausschlaggebend sein, dass man da zum Beispiel die Freundschaft kündigt. Und das war eigentlich so eine Scheiß-drauf-Mentalität, die ich da gehabt habe. Also ich habe mir eigentlich erst dann im Nachhinein überlegt, wenn es jetzt nicht so positiv gelaufen wäre, dann hätte ich natürlich wahrscheinlich aufhören müssen, aber das war davor überhaupt kein Thema und deswegen habe ich das dann auch straight durchgezogen und es hat ganz gut geklappt. Also was ich bis jetzt so mitbekommen habe, war es für alle in Ordnung. Also ist jeder sehr professionell damit umgegangen, hat sich keiner dagegen gestellt und haben sich alle für alle eigentlich auch eingesetzt. Ich glaube, die Mannschaft hat ihn sehr gut akzeptiert, so nach seinem Outing. Er hat die Stellung nicht verloren, er hat eine sehr große Stellenwert in Gradkorn, genießt ein hohes Standing und das hat sich auch nach seinem Outing überhaupt nicht verändert. Also nur immer ganz einer der wichtigsten Parts in der Mannschaft. Also. Überraschend nicht, die große Überraschung war er nicht. Ja. Das ist seine Entscheidung, sein Leben. Ja. Ich habe wirklich, so wie ein Vater und Sohn, mit ihm Gespräche geführt, weil ich habe selber zwei Söhne auch. Ja. Und habe ihn wirklich unterstützt. Ja. Und er hat gesagt, das ist sein Leben, seine Entscheidung, er muss hinter denen stehen. Fans spielen, was jetzt Homophobie im Fußball anbelangt, eine ziemlich große Rolle, weil erst vor kurzem hat Rapid auswärts gegen die Admira gespielt und der Verein ist davor vom ÖFB wegen irgendeinem Vergehen sanktioniert worden und da kommen dann halt so Sprechchöre wie Schwule, ÖFB und solche Sachen. Also da merkt man schon, dass ja von der Fanseite her da einige Probleme auftauchen können, wenn sich jetzt der Profisportler dazu entscheidet, sich zu outen. Da singt einer was vor und die Masse schreit halt nach, die denkt nicht nach, was da reinschreien oder was das einen Menschen auslösen kann, die jetzt anders fühlen. Und das ist ganz sicher ein riesiges Problem, was Homophobie im Sport anbelangt. Wenn wir das Publikum ansehen, dann denke ich, das Publikum widerspiegelt unsere Gesellschaft. Wir haben im Publikum sicher einen gar nicht geringen Teil an Menschen, der Homosexuelle anerkennt. Wir haben aber auch einen sehr großen Teil an Menschen, für die Homosexualität entsprechend dem Lauf der Geschichte und der kulturellen Entwicklung absolut ablehnen. Das heißt, wir müssen das Publikum differenziert sehen. Es gibt nicht das Publikum. Und es gibt nicht den Umgang mit Homosexualität im Publikum. Fans von unterschiedlichen Vereinen
wollten sich vereinsübergreifend oder fanvereinsübergreifend zusammenschließen und gemeinsam was gegen Homophobie machen. Und in Deutschland gibt es den Verein gleichnamig, aber ohne Österreich schon länger. Und in der Schweiz auch und anderen Ländern. Und in Österreich ist wieder eine andere Situation, was Fußball betrifft und Homophobie. Und darum wollte man sich zusammenschließen und gemeinsam antihomophobe Fans sichtbar machen. Also auf dieser Tribüne wird man mal dezent darauf hingewiesen, dass Homophobie hier nicht erwünscht ist. Genau, und da versuchen wir auch vom Wiener Sportclub, von der Friedhofstribüne, alle, die hier stehen, darauf aufmerksam zu machen und das auch einzufordern, aktiv auch auswärts sozusagen. Also meine Kindheit war, um das mit einem Wort zu beschreiben, unbeschwert. Mir hat nichts gefehlt. Ich habe Eltern gehabt, die mich geliebt haben, auch immer lieben. Aber Bruder, wo das Verhältnis halt besser sein könnte, habe Freunde, die immer zu mir stehen. Und von Anfang an eigentlich war bei mir das Thema Fußball immer sehr im Vordergrund, weil ich eben schon im Kindergartenalter zu spielen angefangen habe. Und es, seitdem ist, glaube ich, kein Wochenende vergangen, wo ich nicht selbst aktiv am Wochenende gespielt habe. Meine eigene Sexualität steht mir erstens einmal im Fußball nicht im Wege und zweitens hat sie auch keinen Einfluss auf meine Leistung. Ich, als Position bin ich Rechtsverteidiger, sprich, ich bin fürs Grobe zuständig, nicht irgendwie für irgendwas Kreatives, um da jetzt irgendein Klischee zu bedienen. Also nicht jetzt der, okay, der ist schwul, der ist sicher fürs Kreative zuständig oder der ist filigran und feinfühlig oder sonst irgendwas. Bin ich alles nicht. Die Leute spielen gern mit mir, weil sie wissen, dass ich im Zweikampf einfach alles reinhau und dass am liebsten dann Schienbeindeckel rauf tun würden, weil es wahrscheinlich mit blauen Flecken an den Schienbeinen rausgehen. Also was ich heute gesehen habe von dem Spieler, der sich geoutet hat, muss ich sagen, der ist richtig aggressiv gewesen, also körperlich topfit und da hat man sich überhaupt nicht angemerkt, dass der irgendwie anders wäre. Es gibt halt Personen, die das ein bisschen spielen, weil es gibt ja so ein bisschen eine Phase, die spielen die ganze Sache, das ein bisschen übertreiben. Aber ich glaube, wenn man sich normal verhaltet, fällt es gar keinem auf und man kann ganz normal leben. Ja, jetzt spiele ich dann schon wieder jahrelang beim FC Gradkorn. Und das sind meine Ziele, einfach, dass ich Spaß am Fußball habe, dass ich gesund bleibe, dass bei den Füßen alles so halbwegs passt und dass ich den Sport einfach nur um die 10 Jahre ausüben kann. Im professionellen Fußball hängt es auf jeden Fall damit zusammen, da ist ja der Sport und der Fußball die Existenz. Und die Spieler haben da sicher Angst davor, durch ihr Outing irgendwie den Job zu verlieren. Ja? Nur ein Beispiel war auch, dass dich als deutscher Bundesligaspieler kommt schon einiges auf dich zu, außerhalb des Platzes wahrscheinlich auch. Erstmal großes Interesse der Medien wahrscheinlich. Und der negative Aspekt ist sicher der, dass sehr viele Fans dann, wie gesagt, mit Schmähgesängen oder was auch immer, vielleicht auch dich beleidigen. Die Leute haben Angst, dass etwas passieren könnte. Und das sind nicht nur Sachen, die passieren könnten, das sind manchmal auch einfach auch Sachen, die anderen denken könnten. Und das schafft Verunsicherung. Und ich verstehe jeden, der Angst vor diesem Schritt hat. Also meiner Meinung nach gehört ganz klar Sichtbarmachung, das Outing. Es ist schon angedacht gewesen, über die Medien kommuniziert in England, dass sich gemeinsam mehrere Spieler outen. Das ist quasi das mediale Bashing, auch von den Fans, dann sich auf mehr verteilt oder mehr einfach auch dazu stehen. Aber ich bin ganz klar für ein Outing. Aber mir wäre es lieber, wenn es nicht notwendig wäre und wenn jeder und jede so sein könnte, wie er oder sie will, auf der Tribüne oder am Spielfeld.
Wir wissen aus der Forschung und auch aus der therapeutischen Erfahrung, dass etwa ein Drittel der homosexuellen Menschen sich outet und zwei Drittel sich überhaupt nie outet im Leben. Die leben ihr geheimes Leben als Homosexuelle. Manche bauen Beziehungen auf, manche nicht. Aber was wir bei den Gay-Paraden sehen, ist nur ein eben bestimmter Teil von homosexuellen Menschen, aber es ist nicht die Masse. Bevor ich mich für das Studium Deutschgeschichte auf Lehramt entschieden habe, habe ich bereits zwei Semester Germanistik und Sprachwissenschaft studiert. Da wird einem aber von Anfang an irgendwie so unterschwellig mitgeteilt, dass wenige Jobchancen bestehen nach Beendigung des Studiums. Und dann habe ich gedacht, okay, ist vielleicht gescheiter, du suchst da was anderes. Und dann bin ich eben zum Lehramtsstudium gekommen. Was ich Kindern dann während meiner Tätigkeit als Lehrer mitgeben möchte, ist eins, und zwar, dass sie ihr Hirn einschalten und dass sie vor allem ihre eigene Meinung bilden können und auch diese Meinung dann verteidigen können. Und was mir auch ganz wichtig ist, natürlich dann auch Toleranz, Akzeptanz, Offenheit gegenüber anderem oder auch Fremden. In der Berufswelt wird meine sexuelle Orientierung, glaube ich, schon dann einmal ein Thema werden. Ich glaube, spätestens beim Maturaball von der Schule, an der ich dann arbeiten werde, wird es dann wahrscheinlich Thema sein, weil ich dann halt einfach mit meinem Partner halt dort aufkreuzen werde. Und, oder auch, wenn mich dann zum Beispiel ein Schüler oder Schülerin fragt, ob ich eine Freundin habe, würde ich sagen, nein, ich habe einen Freund. Es kann natürlich vorkommen, dass eine Schulleitung auf mich zukommt und sagt, okay, ich muss meine sexuelle Orientierung geheim halten. Und ich würde dann aber genauso weitermachen wie zuvor, weil ich denke mal, wenn ein Kollege jetzt von seiner Frau und dem gemeinsamen Urlaub erzählen darf, warum soll nicht ich vom Urlaub mit meinem Partner erzählen dürfen? Also das ist was, das geht mir nicht ein, das verstehe ich nicht. Wenn er dann weiterhin ein Problem mit mir hätte, würde er mich höchstwahrscheinlich rausschmeißen. Ich müsste noch was Neues suchen. Ja, hilft nichts. Das Leben geht weiter. Ich hoffe, die Zeit ist bald reif, dass sich diese Homophobie im Fußball ändern kann. Da muss man vorleben, da muss man darüber reden, da muss man aufzeigen und die Menschen fühlen nur im Herzen. Man muss es fühlen und sehen und dazu muss man einfach Menschen kennenlernen und man wird sehen, das sind genau die gleichen Menschen wie alle anderen. Wenn das einmal einer gestartet ist als Fußballer in einer Liga, der sagt, okay, er hat eine gewisse andere Affinität und ich glaube, dass es noch sicher ein bisschen einen Kick gibt für die anderen Spieler und sagen, ja, wenn sich der traut, traue ich mich auch und dann wünsche ich denen alles Gute. Die Erfahrung ist, dass homosexuelle Menschen Menschen wie du und ich sind. Und es wird die Zeit kommen, wo wir darüber gar nicht mehr nachdenken. Ich bin mir ganz sicher, dass der Tag kommen wird, an dem schwule Fußballer sich nicht mehr verstecken müssen, sich ganz normal in den Vereinen bewegen können, dass Fans kein Problem damit haben werden, dass Medien das Thema irgendwann dann egal ist. Und ich glaube, dass diese Geschichte da eine ähnliche Richtung nehmen wird. Thank you.